Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Stuttgart Hertha, heute die zweite Aufnahmesession Pro Evolution Soccer. Und ich bedanke mich erstmal, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, mal sehen, wie ich mich in meiner zweiten Aufnahmesession starte. Und ich kann euch sagen, ich habe mich gekümmert. Und womit ich mich gekümmert habe, das sehen wir gleich hier in der Mercedes-Benz Arena. Und zwar jetzt, ungefähr so jetzt. Also jetzt oder auch jetzt. Naja, egal. Kommt auf jeden Fall gleich und ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, wie gesagt. Mal schauen, wie ich in diese Aufnahmesession komme. Gestern Hertha ja leider verloren und hier sieht man es. Die Einlaufszenen habe ich aktiviert. Ich habe ja gesagt, ich habe mich gekümmert. Das hat mir nämlich so ein bisschen gefehlt. Ein bisschen Stimmung hier mitnehmen, ein bisschen mehr aus dem Spiel rausholen. Haben wir jetzt schon die Bundesliga aktiviert, die Einlaufszenen aktiviert. Und ja, ich würde sagen, das läuft. Musik habe ich hoffentlich deaktiviert. Sieht hier nämlich richtig schick aus. Kann man mal definitiv so anbieten. Und ja, auf geht's. Hertha gegen Stuttgart. Und wie gesagt, gestern hat ja Hertha in echt gespielt. Gegen Gladbach leider 2-1 verloren. Und schöner... Boah, faul. Torwart, was macht Ulreich? Macht's gut. Soweit. Schellbrett macht es nicht ganz so gut. Die Kretsche war schlecht. Florian Klein. Gut gestört. So. Groups. Ah, Schellbrett wollte ich schon sagen. Haraguchi. Hängt gerade noch so ein bisschen. Mein PC hat heute ein paar Problemchen, warum auch immer. Nee, nicht in den Lauf. Ich muss den direkt anspielen. Mein PC ist halt auch noch im Montagsmodus irgendwie gefühlt. Weiß auch nicht warum. Der will heute nicht ganz so arbeiten, wie er sollte. Oh, Junge, den muss der haben. Den Timo Werner kann man da nicht so allein lassen, Leute, der ist schnell. Aber Kraft hier auf dem Posten hält den Ball sicher, unser Captain. Ja, bitte weiter skippen. Skippy. Wie der Skibbe halt. Der Skibben, sagt man ja so. Raus damit. Raus. Wups. Und weg. Schieber, schön mit der Hacke, Stocker, Stocker zurück auf Schieber, der kommt, aber Torwart, oh, oh, oh. Ulreich, ich dachte Schieber kann sich den echt holen, komm jetzt hast du ihn, oh Junge, immer dieser halbherzige Einsatz, ne? Ja, hallo, dann weist der mir einen anderen Verteidiger auf einmal zu. Das ist manchmal zum Ausrasten. Und ich krieg den Ball hier nicht weg. Kommt mir gerade vor wie bei FIFA. Das Spiel will unbedingt, dass man nicht erfolgreich ist. Ja, guckt euch das an. Das ist doch... Meine Fresse. Kannst du machen, was du willst. Du hast hier keine... Schmidt an den Ball zu kommen. Ups. Plattenhardt. Lustenberger. Plattenhardt. Wohin? Er soll zurück zum Lustenberger spielen. Ey, was ist denn jetzt los? Ohne Scheiß. Schön wiedergeholt von Plattenhardt. Jetzt vielleicht mal auf Lustenberger. Jawohl, jetzt hat er Lust auf Lustenberger zu spielen. Der sieht Schieber. Der sieht... Stocker, der sieht Schieber, Schieber. Immerhin mal ein Abschluss. Wenn auch nicht wirklich gefährlich geworden, aber wir haben es mal zum ersten Mal dieses Spiel hier versucht. In der 41. Minute, man kann sagen, wir sind nicht so gut unterwegs heute. Uiuiui, aber kann ja nur besser werden. Schellbrett hier fast mit dem Ballverlust und wieder auf Schieber und Stocker und... Ah, Mist. Da unten wollte ich hin, Schellbrett.
Boah! Knallt das Ding an die Latte und von dort pfeift der Schiri zur Halbzeit. Ja, Shell brennt nochmal mit dem Lattenkracher hier zur Halbzeit. Haraguchi. Ja, ja, 0:0 zur Halbzeit. Wir wurden stärker. Ich denke, wir brauchen jetzt noch nicht unbedingt wechseln. Können stattdessen einfach weitermachen. Kräftemäßig sieht das noch sehr gut aus. Mal gucken, ob wir Haraguchi da unten mitnehmen können. Der sieht Shiba, der mit der Direktabnahme. Aber der linke war jetzt nicht ganz so optimal, Volley zu nehmen. Immerhin direkt mal wieder gezeigt, dass wir da sind. Achso, da ist schon einer. Dann lässt sich der Schieber etwas fallen, um sich vielleicht hier den Ball zu holen. Sehr schön. Schieber. Zack. Stocker. Haraguchi. Auf Plattenhardt. Plattenhardt vielleicht mal mit einer Flanke. Die ist aber abgefälscht. Das müsste Ecke geben. Wie kann das den Abstoß geben, ey? Die wollen mich doch verarschen. Der Plattenhardt hat doch niemals dahin geschossen. What the fuck? Huch. Was denn? Haraguchi, Plattenhardt. Plattenhardt. Zurück auf Haraguchi, der jetzt mal mit der Flanke da hinten ist. Stocker, aber kommt nicht an die Pille. Wir gucken mal, dass wir wechseln. Behrens noch gar nicht gesehen heute. Dafür bringen wir Mahan, Schulz, Haraguchi und Kalu für Schieber, der ein bisschen unglücklich agiert hat, aber trotzdem alles versucht. Huch, da wollte ich gar nicht hin. So. Warum ging das eben dann nicht? Ach Gott. Da habe ich mich niemals so ausspielen lassen, so leicht. Hast du noch und raus damit. Und da oben. Und da. Oder auch nicht. Kein Foul, Jungs. Chillt mal eure Basis. Haraguchi. Oh Mann, Stocker, gewinn doch mal da den Ball. Davi spielt mich hier wund. Schöner Zweikampf von Plattenhardt. Plattenhardt. Geh, Junge. Da unten. Schieber. Kann sich durchsetzen. Und Pfosten. Ja, guter Laufweg von Schieber. Gut durchgesetzt. Hier durchgetankt. Und dann der Abschluss leider nur auf den Pfosten. War auch gleichzeitig Schiebers letzte Aktion. Es läuft hier alles auf 0:0 hinaus. Gut, ich muss mich wie gesagt auch erstmal wieder reinfinden hier im Pro Evolution Soccer. Jetzt schon wieder ein paar Tage her. Die letzte Aufnahme. Kalu mit seiner ersten Aktion. Kalu. Stocker. Stocker. Valentin Stocker abgefällt. Schulz kommt nicht ran. Schöne Grätsche, absolut kein Foul. Och Gott, und dann sowas wieder, sowas wieder. Komm, komm, komm. Och, Schulz. Kann man mal haben, den Ball. Leck mich fett. Nächster Wechsel, diesmal Stuttgarter Seite. Maxim geht raus, Gentner kommt dafür in die Partie. Das geht alles so einfach jetzt. Toll, toll, toll. Kraft lässt den Ball da in die Mitte abklatschen. Ja, eingewechselte Gentner mit dem Tor. Das kann er in echt gar nicht. Und er sieht viel zu jung aus für einen Gentner. Und die Fans jubeln natürlich. Lyncht mich, aber ich würde definitiv sagen, erstens stehen wir in der Abwehr mega beschissen hier, Brooks. Muss den Ball dann haben. Er hat den Vorsprung gehabt. Klar, es wäre noch schnell, aber jetzt kommt der Hauptfehler. Thomas Kraft lässt den Ball in die Mitte abklatschen. Da mache ich Pekarik keinen Vorwurf. Der kann da einfach nicht hinterherkommen, aber
Wenn der Kraft den abwehrt, dann bitte zur Seite und nicht in die Torwartmitte. Und ich als Torwart darf das sagen. Habe ich mir auch oft genug anhören müssen. Kalou jetzt völlig frei da vorne. Kalou! Mann, ey, es geht heute nichts zusammen da vorne. Es geht nichts zusammen da vorne. Mann, 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 schon ist der schön sicher geglaubte Unentschieden hier kaputt. Völlig unnötig, da wir doch dann die Partie echt bestimmt haben. Schön aufgepasst, komm, letzten Angriff hier. Aber Kräfte mobilisieren. Nein, du sollst zu Lustenberger spielen. Was machen die manchmal für Pässe? Da will ich gar nicht hin. Oh, und Timo Werner ist schnell. Timo Werner ist schnell. Aber Burzen ist das gut und der pfeift ab. Scheiße, Mann. Scheiße. Ach Gott. Unnötige Niederlage hier gegen Stuttgart. Das muss doch alles nicht sein. Meine Phrasen. Die anderen Ergebnisse. Bremen gewinnt gegen Paderborn, Hoffenheim gegen Freiburg, Stuttgart wie gesagt gegen uns, Wolfsburg 0:0 gegen Hannover und Köln, Gladbach 1:1 im Derby, Frankfurt 1:0 gegen Dortmund, heilige Scheiße. Leverkusen gewinnt 2:0 gegen Augsburg, Bayern 2:0 gegen Mainz und Schalke verliert erneut 0:1 gegen den Hamburger SV. Schalke definitiv Abstiegskandidat Nummer 1. Bisher nur den einen Punkt gegen uns geholt und wir sind mittlerweile nur noch auf dem 9. Tabellenplatz, müssen also aufpassen, dass wir da unten nicht noch reinrutschen. Paderborn ist vor uns, das ist schon nicht mehr feierlich, würde ich sagen. 20 Millionen hätten wir noch für ein paar Einkäufe, aber das sparen wir uns erstmal. Uiuiui, würde ich sagen, erstmal danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich mache noch hier die paar Tage, wo es eh nichts zu sehen und zu berichten gibt, ohne euch. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, trotz der Niederlage, Daumen nach oben. Und wie gesagt, das war das erste Spiel in der Aufnahmesession. Das wird garantiert noch besser. Gebt mir ein bisschen Zeit, mich wieder reinzufinden. Und dann bin ich ganz optimistisch. Andererseits, ne, wenn es so einfach wäre, wäre es ja auch langweilig. Von daher, ich rede mir gerade alles schön. Merkt das schon, ne? Aber wir packen das und in diesem Sinne danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Ansonsten könnt ihr immer noch fleißig Kommentare schreiben, vielleicht mit Spielertipps für mich. Wen sollte ich mir kaufen? Und ansonsten, wenn ihr keins meiner Fußballvideos verpassen wollt, lasst einfach mal ein Abo da, völlig kostenlos. Und wenn ihr Lust auf andere Spiele habt, dann schaut mal bei Real Fakti Games vorbei, meinem Games-Kanal. Alle Links sind wie immer in der Videobeschreibung, also auch da einfach mal durchklicken. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao, ciao.